meine Schwester in Handwerk und Diensten. Glaubt aber nicht, dass wir eure Hexen aus dem Märchen sind. Vartha ist keine Tränkehändlerin. Seid vorsichtig. Weil ich mich dazu entschieden habe, ihr werdet Elias sterblich machen. Und ich werde seine Schulden einfordern. Die Horadrim studieren die Seelensteine seit Generationen. Ich studiere sie seit über 20 Jahren. Aber selbst mit allen Büchern Sanctuarius könnten wir unsere Wissenslücken nicht schließen. Da braucht es ein Wunder. Aber das erwartet ihr von mir, nicht wahr? Nun... Ja, Horadrim, was denkt ihr von mir? Ich... Viele Jahre hat mich mein Leben in Skosglen gehalten. Jemanden wie sie, euch, habe ich das letzte Mal vor der Geburt meines Sohnes getroffen. Es klingt seltsam, aber ihr erinnert mich daran, wie es war, jung zu sein. Und Abenteuer zu erleben. Sich der Gefahr zu stellen? Zu glauben, dass ich es besiegen kann. Ja. Ja, mir auch. Wenn ich Lorat geschrieben hätte und in Eltheim geblieben wäre. Wenn ich Jorin zum Gelehrten und nicht zum Soldaten erzogen hätte... Auch egal.
ihr die Angewohnheit, in den Häusern anderer Leute herumzuschnüffeln? Thaisa hat euch unwissentlich in euren Tod geschickt. Am Ende wird sie die Torheit ihrer Jagd auf Elias erkennen. Und sie wird wissen, dass Lilith unsere Zukunft ist. Das kann ich hier nicht tun. Ah, ihr seid zurück. Legt das gesäuberte Quecksilber in die Schüssel auf den Tisch.
brauche mehr Zeit. Zeit. Und wie geht es meiner Schwester? Werfer stellte Lilith über eure Freundschaft. Elias überzeugte sie, sich ihm anzuschließen. Das kann nicht sein. Sie hätte es besser gewusst und Elias nicht vertraut. Nicht Elias hat sie verführt, sondern Lilith. Sie fand ihre Ideale überzeugend. Werfer war meine Lehrerin. Sie leitete mich an, als ich in den Dienst eintrat. Das ist... Schwer zu glauben. Ich weiß. Ich habe gesehen, wie meine Verbündeten sich Lilith angeschlossen haben. Menschen, von denen ich dachte, sie seien stärker. Aber deshalb müssen wir weitermachen und den Stein reparieren. Damit niemand mehr auf ihre Lügen hereinfällt. Zuerst das Quecksilber. Gebt etwas davon in den Topf. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Erhöht die Hitze. Dreht das Rad zweimal. Dreht noch einmal. Was vergesse ich gerade? Den Schwefel. Zermalt ihn im Mörser. Sha-shil-yu-kil-neem. Nein, es funktioniert nicht. Sprich. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es gesagt. Ich bin nicht der Mann, den ihr wollt oder braucht. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es... Er ist der Aufgabe nicht gewachsen. Was können wir tun? Ich vermute, er traut sich selbst nicht mehr. Wir können nicht all seine Zweifel ausräumen. Doch was ihm aktuell Kummer bereitet, sein Sohn, da gibt es einen Weg. Er wird ihm aber nicht gefallen. Wozu wollt ihr ihm helfen? Ihr könntet uns einfach unseren Schicksalen überlassen. Jeder braucht eine Erinnerung daran, dann und wann, dass man Gefahren besiegen kann,
Man muss es nur versuchen. Horadrim, kommt her. Was? Wieso? Ich möchte euch etwas zeigen. Eine alte Stelle der Macht im Sumpf. Ich glaube, das würde euch gut tun. Für mich zu tun. Seht ihr das nicht? Lasst mich zurück. Zurück? Zurück wohin? Oh. Nein, Horadrim. Ihr werdet bei uns bleiben. Es gibt noch mehr zu tun. Spürt ihr das? Die Magie des Sumpfes ist hier stärker. Werther brachte mich an diesen Ort, als ich jünger war. Hier stellt ihr euch euren Dämonen, sei es Furcht oder Trauer. Wer ist... Nein, nein! Ich habe genug davon. Und was werdet ihr stattdessen tun, hm? Alles im Sumpf hat seinen Preis, Horadrim. Selbst eure Magie. Wenn ihr denkt, eure Logik würde euch helfen, irrt ihr euch. Ich... Wo ist euer Abenteuersinn, hä? Habt ihr ihn in eurer Jugend verloren? Geht hinaus und bietet dem Sumpf eine Opfergabe dar. Einen Ring, eine Halskette, etwas, das euch lieb und teuer ist. Währenddessen wird unser Freund hier zwei Dinge auftreiben. Madensekret und gelben Lotus. Das ist töricht. Thank you.
Sens mehr. Thank you.
Des Sumpfes in den Kessel, um einen Tee zu kochen. Ich halte es nur für eine Verschwendung eurer Zeit und meiner. Seht ihr die Feuerschalen? Entzündet jede von ihnen. Dann werden wir den Tee trinken und warten. Worauf? Dass der Sumpf nach eurer Seele ruft und das, was in euch schwert, wie Gift aus einer Wunde herauszieht. Bitte komm zu mir zurück. Komm zurück. Ich hätte dich nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte Nein sagen sollen. Ich hätte dich bei mir in Eltheim behalten sollen. Warum hast du mich gehen lassen? Ich weiß nicht. Ich... Deine Augen. Du warst bereit. Du musstest gehen. Das musste ich. Wie jetzt auch. Halt! Bitte! Bitte! Vater? Ich bin bereit. Hatte ich euch nicht gewarnt, dass die Horadren euch nur aufhalten würden? Seht sie euch an. So von ihren Gefühlen verzehrt, dass sie vergessen, was wirklich zählt. Ist die Wahrheit.
Nicht Elias. Ich weiß, warum ihr solche Angst vor ihr habt. Mein Schicksal ist an das eure gebunden. Wenn sie mich verschlingt, ist Sanctuario verloren. Aber noch habt ihr eine Chance aufzuhalten. Was, wenn ich euch ein Portal aus diesem Sumpf öffne? Überlasst Elias den Horadern. Diese Sünde müssen sie selbst bewältigen. Ihr und ich, wir können Lilith gemeinsam aufhalten. Ich weiß, wer meine wahren Verbündeten sind. Meine Freunde, bringt mich zu ihnen zurück. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Und dann seht ihr, wer eure wahren Freunde sind. Nun nehmt das Portal zurück zu eurem Verbündeten. Ich würde nicht auf ihn ausbauen, falls ihr ihn wollt. Der Engel war mein Gefangener. Ich habe sein wahres Gesicht gesehen. Er und Lilith sind nicht so verschieden, wie ihr vielleicht glaubt. Der Engel war bereits von Hass erfüllt, als er mein Gefangener wurde. Ich habe seinen Zorn nur verfeinert. Als er zurück in eure Welt geflohen ist, hat er ihn mitgenommen. Sie könnt ihr nur euch selbst Vorwürfe machen. Ich weiß noch nicht. Er ist stundenlang herumspaziert, bis der Tee nachgelassen hat. Eine lange Reise durch den Sumpf lohnt sich mehr als eine kurze. Eure noch länger, wie es scheint. Habt ihr euch euren inneren Dämonen gestellt, wie der Horadrim? Ja, hoffentlich zum letzten Mal. Fangen wir an. Gebt das Quecksilber in den Topf. Und das Feuer. Dreht zweimal am Rad. Nicht mehr und nicht weniger. Zermalt nun den Schwefel. Vorsichtig. Vorsicht! Trete zurück! Schau!
Ist es getan? War es doch so einfach? Ihr habt keine Vorstellung von dem wahren Preis. Keine Ahnung, was es erfordert. Welch Überwindungen, um solche Magie zu wirken. Vielleicht nicht. Doch... Genug. Es ist getan. Zögern wir nicht. Ja. Wir haben unsere Aufgabe in der Bastion der Zakarum. Bringen wir es zu Ende. Das haben wir auch nicht. Endlich ein weiteres Paar Augen. Die Suche nach Timuel verlief bisher erfolglos. Bevor sie seinen Palast aufsuchte? Ich weiß es nicht, Nere. Was wisst ihr? Vieles, das ich lieber nicht wusste. Thank you.
Ich habe nie an seiner Beherrschung des Steins gezweifelt. Aber ich bin besorgt um seinen Geisteszustand. Wenn er sich wieder an das Ritual wagt, wird er Hilfe brauchen. Nur zwei Arten von Menschen suchen nach der alten Timur. Jene, die vor Ärger flüchten, und jene, die direkt darauf zulaufen. Zu welcher Art gehört ihr wohl? Nie von ihm gehört. Wir glauben, dass Elias einen Pakt mit dem Sumpf geschlossen hat, um unsterblich zu werden. Thaisa meinte, ihr könntet helfen. Thaisa? Nur sie ist kaltherzig genug, um ein Kind hier draußen in den Tod zu schicken. Wir haben nicht vor, zu sterben. Einer von euch wird das aber. So endet es immer. Geht dorthin zurück, woher ihr gekommen seid. Ich will nicht, dass das Blut eines Kindes an meinen Händen klebt. Ich habe gesehen, wie Lilith von meiner Mutter Besitz ergriff. Der Wahnsinn brachte sie um. Ich bin kein Kind mehr. Dann soll es so sein. Wenn dieser Elias einen Pakt geschlossen hat, dann mit dem flüsternden Baum. Es gibt viele Wege dorthin, aber der nächste ist in Ingovani. Ein heiliges Räucherwerk wird in dem Tempel dort aufbewahrt. Besorgt es, dann tretet ihr den Pfad zum Baum an. Geht nach Ingovani. Nerell und ich finden heraus, ob wir mehr Informationen aus Timwe herausholen können. Ja, ich wurde mit dem Gift des Sumpfes infiziert und schloss aus Angst einen Pakt mit dem Baum. Deshalb bringe ich ihm jetzt Wissen. Und im Austausch dafür hält er mich einen Schritt vom Grab entfernt. Ich wünschte, er würde mich gehen lassen. Aber ein solcher Pakt kann nicht gebrochen werden.
Essenz. Zeit. Auf der Tür ist eine Schlange abgebildet. Ihre Augen fehlen. Vielleicht wird der Weg frei, wenn sie zurückgebracht werden. Diese Banditen können es nicht lassen. Solange ich zurückdenken kann, haben wir friedlich in diesen Sümpfen gelebt. Aber jetzt hat Gewalt sein Herz verderbt. Und das bedeutet, dass unser Gott ausgeraubt wird. Sie glauben uns nicht, wenn wir sagen, dass der Sumpf immer, immer einen Preis hat.
bereit. Bereit.